Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute haben wir mal wieder ein Video vor, das ja eigentlich so nicht mehr geplant war, aber jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Dazu möchte ich jetzt auch sagen, dass ich das Video jetzt eigentlich nur deswegen noch mache, um einfach eine Erinnerung an eine Vergangenheit zu haben, weil es vor kurzem ein Problem gegeben hat mit ein paar Leuten und jetzt die Sache sich verändert hat und deswegen habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wollte ich das Video nicht machen, aber als Erinnerung an eine schöne Zeit. Es ist eigentlich auch recht einfach, was wir jetzt machen. Wir werden uns ein paar Kommentare anschauen. Ich habe auf Twitter gesagt, Dr. Sommer, Dr. Drache. Ein paar Fragen und so weiter und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Die erste Frage kommt vom guten Herrn Metzger Winkler. Hallo, wenn ich ejakuliere, quillt mein Sperma nur sehr jämmerlich aus meinem Schniedel. Benutze ich das falsche Klopapier? Hashtag Dr. Ache. Nee, Dr. Drache. Soll es beim Brechen des Staudamms nicht aufhören, sondern kontinuierlich weitermachen. Alternativ solltest du ein weiches, dreilagiges Klopapier verwenden. Eventuell kannst du es auch mit einer Salbe oder Creme einweichen. Das erhöht den Echtheitsfaktor. Seiber hat gefragt, wenn ich 77 durch 2 teile, wie viele Organe kriege ich dann? Hashtag Dr. Drache. Nach Rücksprache mit Siri bekommt man 22,8 Organe, 3 Schafe und eine Margarita. Lord Extra hat gefragt, hast du schon einmal Gemüse, wie zum Beispiel Gurken oder einen Rettich eingeführt? Hashtag Dr. Drache. Ich führe oral regelmäßig Utensilien ein. Das würde ich auch an meine Zuschauer empfehlen. Mädchen von Zwiebel hat gefragt, kann man vom Einführen eines handelüblichen Rettichs schwanger werden? Hashtag Dr. Drache. Derzeit ist noch kein öffentlicher Fall bekannt, der sowas dokumentiert oder bestätigt. Ich behalte allerdings deine Daten mal im Archiv und informiere dich, sobald ich mehr weiß. Immerhin erlangt die Menschheit ja ständig neue Informationen. Willy Code for Food hat geschrieben, @rainerwinkler.do, ich bin 31 und habe 120 Kilo. Wie viel muss ich abnehmen, um eine Freundin zu bekommen? Eine schlanke aber. Hashtag Dr. Drache. Generell ist es erstmal wichtig, dass du dich in deinem eigenen Körper wohlfühlst. Wenn du dich wohlfühlst, strahlst du deine Zufriedenheit auch aus und damit wirst du automatisch für andere Leute attraktiver. Red Panda hat gefragt, Dr. Drache, habe eine Penispumpe bekommen, aber nie einen hoch. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dennoch solltest du vielleicht nochmal die Gebrauchsanweisung lesen und sicherstellen, dass es sich wirklich um eine Penispumpe handelt. Stolze Nation hat folgendes geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben, in dem völlig ohne Eigenaufwand meine innigsten Wünsche erfüllt werden. Was sagt das über mich aus? Boah, jetzt geht mein Auge in die Knie. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Naja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass du ein weltoffener Mensch bist und deine Kreativität frei auslebst. Versuch dir auf jeden Fall immer selbst treu zu bleiben. ActBleu1510 hat geschrieben, wie schaffe ich es, nicht abzuspritzen? Hashtag Dr. Drache. Das ist ganz einfach. Versuch dir irgendwelche unerotischen Bilder vorzustellen. Beim Coitus. Graf Squeedy hat gefragt, wie oft muss man eine Penispumpe reinigen? Hashtag Dr. Drache. Naja, möglichst nach und vor allem vor jedem benutzen. Und vergiss nicht, sie gründlich zu reinigen. Haare Arbeit Let's Play hat gefragt, bin ich schwul, wenn ich auf Shemales masturbiere? Hashtag Dr. Drache. Naja, ist ganz einfach eigentlich. Ganz wichtig ist hierbei, welche Position du beim Shemale oder der Shemale fokussierst. An sich zeigt es aber schon homogene Zuneigung. Was allerdings nicht automatisch gleich heißt, dass man schwul ist. Und man ist nicht gleich schwul, weil man jetzt mal beim Wichsen vom Kumpel zugeschaut hat. Oder weil man jetzt mal mit einem Freund, mit einem Mann geschlafen hat als Mann. So, ich musste mal kurz meine Hose aufmachen.